Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei System Shock. Ja, ich bin nochmal zurückgegangen, habe mich mit Energie aufgeladen und habe gemerkt, dass da so einer von den Dingern, so ein Springer, respawned ist. Das ist super besorgniserregend, weil die sind echt gefährlich. So, ist hier was? Sicherheitssystem nicht benutzbar. Okay. Mach das wieder zu. Wofür ist das dann da? Verstehe ich nicht. Okay, wir haben ein paar Audiologs und wir haben definitiv auch noch ein Cyberspace Terminal, das wir uns anschauen können, sollten, tun werden. Was ist das da? Library, das ist die Bibliothek. Okay, erstmal nehme ich das Ding mit von Shodan. Okay. Ist immer interessant zu hören, was Shodan findet. In meinem Klauen forme ich Leben und erschaffe nach Belieben neues Leben. Um mich herum blüht ein Reich aus Stahl. Von meinem Thronsaal aus sausen Energie-Blitze in die Erdatmosphäre. Meine Launen werden zu Blitzen, die die Menschenhügel ausradieren. Im Chaos werden sie rennen und wimmern und mich anflehen, ihre öde Anarchie zu beenden. Ich berausche mich an dieser Vision. Gott, der Titel passt zu mir. Okay, eine künstliche Intelligenz, die absolut größenwahnsinnig ist, ne? Hervorragend. Das ist ja genau das, was wir uns erhofft haben. So, wir haben hier noch ein Cyberspace Terminal. Wir haben hier eine defekte Chirurgiemaschine. Funkensprühende Kabel, unbenutzbar. Was haben wir hier? Wieder von Shodan. Okay, dann hören wir uns das auch noch direkt an. O Diener des wohlwollenden Lebensspenders, bringt alle Energiesperrminen zur Installation auf die Sicherheitsebene. Meine Festung ist fast vollendet. Okay, gut. Biokontaminierung 10 LBP. Aluminiumbelag. Okay, das hier können wir momentan erstmal nicht öffnen. Auch wenn ich mir gar nicht sicher bin, ob ich das überhaupt tun möchte. Admin Security. So. Ich würde sagen, es geht in den Cyberspace. Wir gucken uns das einfach mal an. Ob ich mich hier vielleicht ein bisschen besser anstelle als beim letzten Mal. Na komm, hol das Ding. Neues Datenobjekt erhalten. Verbleibende Zeit 4 Minuten. Okay, das ist das Exit, ne? Gehen wir da nochmal rein. Was ist das hier? Keinen neuen Zugang erhalten. Okay. Ich weiß nicht, wie ich Gas geben kann. Da ist auch ein Exit-Wett. Gibt's hier nichts? War's das? Ich glaube, das mehr gibt's hier nicht. Und hier haben wir... Da hinten war noch was. Warte mal, warum sind wir jetzt hier plötzlich so schnell? Da hinten ist noch Zeug. Da ebenfalls. Kommen wir da hin? Das ist aber in einem anderen Raum.
Und ich sehe hier Unterbrechung, Unterbrecherpuls habe ich jetzt gerade gemacht. Okay. Das ist nur wieder das Exit. Es gibt hier nichts. Vielleicht gibt es noch einen anderen Eingang in den Cyberspace hier auf der Ebene. Das könnte sein. Jetzt beschleunigen wir hier automatisch. Okay. Ah, Moment mal. Vielleicht kann ich da... Warte mal. Probieren wir das nochmal. Vielleicht kann ich da... das so machen, dass wir da an dem Exit vorbeikommen. Ich habe das Gefühl, da ging es noch weiter. Seht ihr, das ist ein bisschen oben. Wenn ich mich jetzt hier unten hin, unten links hinhalte. Nee, das geht nicht. Da geht's nicht durch. Okay. Das ist alles, was wir hier machen können. Speichern wir das. Und irgendwie hat es mich hier das Zeug ein bisschen umgestellt. So, hat das irgendwas gebracht? Kontrollpodest unbenutzbar. Schade. Energietor. Tja, da kommen wir auch nicht weiter. Ungünstig. Hier waren wir noch nicht. Wobei doch, hier war die Library. Kommen wir hier rein? Wir kommen. Okay, mit dem Vorzugangscode. So, erst das down. Zweites auch down. Okay, jetzt müssen wir ein Medkit nehmen. Und ein bisschen intelligent spielen. Das ist hier nicht Doom, wo man einfach einen Rambo spielen kann. Oh, das ist das eine neue Waffe. Aber auf jeden Fall schon mal eine Granate. Ich sollte mehr Granaten verwenden unter Umständen. Wir haben relativ viel Granaten. Weil es sind jetzt doch einige starke Gegner. Ah ne, das ist keine neue Waffe. Multimedia Laser. Technisch veraltet, weggeworfen. Navigationskarteneinheit haben wir auch schon. Zielidentifikation. Kein Ziel, Gegner 211, was? Verstehe, wer will. Okay, da haben wir auf jeden Fall, da haben wir so eine Hackertafel. Können wir hier was machen? Computermonitor unbenutzbar. Das ist interessant. Hier ist auch wieder irgendein Massaker passiert. Ach, hier ist noch ein Cyberspace-Eingang. Okay. Ich würde sagen, bringen wir es hinter uns. Ab in den Cyberspace. Okay. Erstmal die Gegner wegmachen. Gucken. Oh, ist noch einer irgendwo? Die ganzen Sachen einsammeln. Was ist das hier? C-Schild V2-Software halten. Dann holen wir uns noch das Ding da. Ich weiß nicht, wie ich beschleunigen kann. Ich muss unter Umständen nochmal in der Steuerung nachgucken. Rückrufsoftware. Okay, das ist das Exit. Da hätten wir ein Leben. Gucken wir nochmal ganz kurz in die Optionen. Vielleicht können wir das ein bisschen... Tempo Left Shift... Okay, irgendwie geht das nicht. Wollen wir uns das Leben? Was warst du? Du warst eine Mine, oder? Sicherheitsabwehrmine, genau. Da war was. Okay, anscheinend sind wir hier in den Räumen immer sehr, sehr langsam. Aber sobald wir in die Gänge gehen, beschleunigen wir ziemlich hoch. Ja. Okay, gucken, dass wir nicht in die Mine treten. Schnappen uns das Datenobjekt. Das ist auch wieder ein Gegner. Okay, das Ding ist weg. Down and out.
Dann holen wir uns... Ich weiß nicht, ob wir hier zu dem Ding darüber kommen. Nee, kommen wir nicht. Okay, haben wir sonst noch was? Wir haben Leben. Datenfragment, das können wir uns auch mitnehmen. Oder nicht? Oder auch nicht. Kommandotruppen zum Kern von Ebene 2. Okay, hier geht's weiter. Minen ausweichen. Soweit, so gut. Und hier um die Ecke noch eine Mine. 2 Minuten 40. Das geht einigermaßen, aber es ist... okay, dann hier rein. Da sind wieder Gegner. Ich sehe sie. Oh, 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 viele Gegner. Okay, das Ding hier noch. Sehr nice. Dann... also viel zu sagen, wo der verdammte Raum endet und wo nicht. Wir können uns das Ding da holen. Aber irgendwie das mit dem Tempo, das klappt hier nicht so wirklich. Ah doch. Oh. Scheiße. Moment. Ah, das muss ich anders belegen. Kommen wir ran. 1,30. Durch ICE-Abwehr blockiert. Scheiße. Wo zur verdammten Hölle sind wir hier? Ich habe hier vollkommen die Orientierung verloren. Und ich bin sehr, sehr langsam. Das ist ein Exit. Das ist ein Datenfragment. Ich weiß halt nicht, ob die Gegner in dem Raum sind oder nicht. Glaube nicht. Nee, hier müssen wir durch. Ich habe Dinge übersehen, das ist ein bisschen ärgerlich. Ich muss auch zum Exit gehen, glaube ich. Ich weiß nicht, was... Ich denke, ich bin tot, wenn ich in 35 Sekunden hier nicht rauskomme. Aber irgendwann müssen wir das mal rausfinden, was da passiert, ne? Hilft ja nichts. Leben brauchen wir nicht. Zeit bräuchten wir. Oh, das ist eine Mine. Schildsoftware erhalten. So, 6 Sekunden gibt mir das Ding hier noch. So, was passiert? Entdeckung durch Shodan steht bevor. Okay, also wir werden einfach rausgeschmissen. Wahrscheinlich kommen jetzt... Sind Gegner respawned? Ich sehe nichts. Wir müssen da auf jeden Fall nochmal rein. Ich denke nicht, dass wir da alles gefunden haben, was wir finden müssen. Ich weiß auch nicht, ob die Cyberspace-Dinge optional sind oder nicht. Speichern wir nochmal und dann gehen wir hier nochmal rein. So. Da haben wir ja bereits alles in dem Raum. So, dann hier runter. Oh, ich sehe nichts. Okay, das Datenfragment hier können wir aber nicht mitnehmen. Ich weiß nicht genau, was mit den Datenfragmenten auf sich hat. Kommandotruppen zum Kern von Ebene 2. Was bedeutet das? Oh, ich weiß nicht, ob ich die Mine da mitgenommen habe.
So, hier durch. Oder sind wir hierher gekommen? Ich weiß es nicht. Nope, sind wir nicht. Sonst wäre der Pfeil nicht in die Richtung. Okay, das ist wieder der Raum. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Dann gehen wir einfach weiter in den nächsten Raum. 3:30. Das Level ist hier super groß. Das ist so ein bisschen das Problem gerade. Was mit dem Datenfragment? Sicherheitsdienst an Rechner Ebene 2. Hier rein? Was ist so schwierig zu sagen? Hier durch. Dann, und nun? Schild absorbieren. Okay, wir haben Gegner. Machen wir die erstmal weg. Mist. Wir haben auch Leben verloren. Okay, wir müssen hier nochmal rein. Tut mir leid, ich weiß nicht, ob das jetzt... Das ist wahrscheinlich nicht das spannendste Gameplay, aber... Ich muss hier irgendwann mal den Dreh für diesen Cyberspace rauskriegen. Oh, scheiße, das war eine Mine. Ich finde es irgendwie... Warum kann ich nicht beschleunigen? Warum geht das nicht? Doch, es geht mit Space. Ich weiß nicht, warum ich das auf Space gebunden habe, aber okay, das passt. Ist okay für mich. Ich kann beschleunigen, das heißt, wir kommen hier schneller durch. Das ist doch schon mal ganz gut. So komme ich zumindest durch die Räume, wo wir schon waren, in einem einigermaßen angenehmen Tempo. So, dann hier rein. Den warten wir auch schon. So, und jetzt sind wir wieder im gleichen Raum, wo wir vorhin gestorben sind, oder? Jo. So, machen wir die mal weg. Okay, gut. Dann holen wir uns das Ding hier, Rückrufsoftware. Nice, was zur Hölle ist das hier? Sicherheitscode ID-Modul. Neuen Zugang erhalten, Gruppe 4. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das haben. Log-Software. Bohrer-Version 1. Keine Ahnung, was uns der Bohrer bringt, aber... So, weiter geht's hier. Dann hier runter. Oh. War das hier mit? Das hier mit 2,50. Und hier rum. Und das ist das Exit. Haben wir alles. Ich glaube, wir brauchten vor allem diesen Zugangscode. Ich würde sagen, das speichern wir. Ach, das ist wieder was mit den Drähten. Okay. Die haben jetzt unterschiedliche Farben. Beim letzten Mal hatten alle dieselben Farben. Okay, der muss so schräg sein. Die Position stimmt aber definitiv nicht. Das könnte so sein. Geht das runter? Ja, es geht runter. Das ist die Position stimmt. Ich glaube, der stimmt auch. Ah, sehr schön. Oh. Was hat uns das gebracht?
Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was uns das gebracht hat. Ist jetzt vielleicht die Regenerierstation repariert? Nein, ist sie nicht. Ach, scheiße. Nee, ich dachte schon, das Feld da ist. Ah, wir brauchen nochmal ein Medkit. Ah, das ist ärgerlich. Warum kommen wir nicht, warum können wir nicht uns heilen? Warum ist die Heilstation defekt? Das ist doch gemein. Das ist doch so. Molybdenbelag. Alles klar. Gucken wir mal auf die Map. Also, wir haben das Ding hier, wo wir noch nicht weiterkommen. Wir müssten jetzt hier in den mittleren Raum reinkommen. Ich denke, das sollten wir tun. Und unter Umständen muss ich dann irgendwann auch nochmal in die untere Ebene gehen und mich wirklich mal einmal ordentlich aufheilen. Weil es ist so ein bisschen doof. Kommen wir hier auch rein? Vorzugang gewährt, in der Tat. Oh, da ist ein Lift. Robot Maintenance Room. Level 2 Research. Das war B. Das war Gamma. Das hier ist Beta. Dann wäre das hier Alpha. Und das hier Delta. Fragezeichen. Jawohl, okay, gut. Dann wissen wir jetzt, was wie wo ist. Ich habe zwar wieder vergessen, was wie wo wir finden sollen, aber wir müssen so oder so das ganze Level absuchen. Das heißt, Alpha war das. Alpha ist clear. Delta ist fast clear, bis auf die 2. Hier haben wir noch gar nichts gemacht. Das hier ist. Gibt es hier oben noch Sachen zu tun, aber ist auch mehrheitlich clear. Aber gut, meine Lieben, ich würde sagen, das war es jetzt mal mit dieser Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, gebt mir noch einen Daumen nach oben oder hinterlasst einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hier oben geht es auch noch irgendwie weiter, oder? Müssen wir mal gucken. Das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.